So Leute, willkommen zurück zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto. Wir sind im wahrscheinlich letzten Part, denn es gibt nur noch eine Sache, die wir tun müssen. Und das ist nämlich ein Sparring mit Konohamaru. Um unsere 10 Aufgaben abzuschließen und dann ist das Spiel fertig. So traurig es auch ist, es geht dem Ende entgegen, aber ich freue mich. Weil wir hatten viel Spaß, auch wenn ich finde, viele Charaktere hätten einfach verdient, dass man sie zu Charakteren ummodelliert und ich hoffe, das kommt noch. Also wehe, da kommt kein DLC oder sonst was mehr. Die Trilogie kommt ja auch noch und ja, hoffen wir das Beste. Sensei Konohamaru, nach deinem Gesicht zu urteilen, hast du die 10 Aufgaben abgeschlossen. Nicht ganz, ich brauche dich, um die letzte abzuschließen, daher bin ich zurückgekommen. Mich? Die letzte Aufgabe lautet, Konohamaru in einem Sparring besiegen. Wie bitte? Du willst also ein Sparring mit mir bestreiten? Nein, warte doch, das kommt ein bisschen zu plötzlich. Was hast du am Anfang zu mir gesagt? Ein Ninja muss auf jede unerwartete Aufgabe vorbereitet sein, oder? Alles klar, dann mal los. Wenn wir fertig sind, habe ich alle Aufgaben abgeschlossen. Na gut, na gut. Aber wir können das nicht hier vor Ort machen. Suchen wir uns einen anderen Ort. Ja, am besten Trainingsplatz oder Wald oder so. Ja, Trainingsplatz. Hier sollten wir niemandem im Weg sein. Wenn wir schon ein Sparring bestreiten, werde ich auch alles geben. Das ist schon besser. Es klingt, als wärst du jetzt auch aufgeregt. Wie könnte ich dich nach allem zurückweisen? Außerdem sollte das die ideale Gelegenheit sein, um deine jetzige Stärke zu messen. Also, bist du bereit? Du solltest besser alles geben, oder du hast keine Chance. Du hast keine Chance, mich zu schlagen. Ha, ich gewinne, egal was es kostet. Genau. Und jetzt sollten wir loslegen. So. Wir geben hier aber auch wirklich alles. Ich finde es schade, der ist auch nicht als Charakter modelliert, weil er auch kein... Doch, natürlich gibt es Mitsuki als Charakter, bin ich doof. Ja, Mitsuki gibt es als Charakter, aber er ist auch nicht als Charakter modelliert, weil er kein Ultimatives bekommen hat. Was ich doof finde. Ich finde, man sollte all diesen Charakteren ein Ultimatives geben. Mitsuki ist, muss ich gleich mal nachgucken. So, wir haben Chance auf Ultimatives Jutsu Finish. Wozu sollen wir das Ganze hier langziehen? Ich hab hier jetzt eine knappe Minute, das ist ein bisschen wenig. Ich kann ja den Part nicht mit 5 Minuten machen lassen. Oder? Ich meine, so 5-Minuten-Part, das wäre schon ein bisschen arg wenig. Das möchte ich euch ja auch nicht antun. Ich hätte nicht gedacht, dass du so stark bist. Ehrlich gesagt war ich in Bezug auf die 10 Aufgaben selbst ein bisschen skeptisch. Aber du scheinst, aber du hast sie alle abgeschlossen. Und sieh dir an, wie weit du mich getrieben hast. Hervorragende Leistung, Boruto. Ja, diese 10 Aufgaben waren doch keine Herausforderung für mich. Wenn es sein müsste, könnte ich auch 100 abschließen. Sei nicht so vorlaut, sonst kriegst du 100 Aufgaben. Damit endet wohl dein Training mit den 10 Aufgaben für Ninjas. Du meinst wohl Borutos 10 Aufgaben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Abschluss dieser Aufgaben dir geholfen hat, deinen Körper und deine Kraft zu verbessern. Zumindest glaube ich das. Echt jetzt? Du bist bis zum Ende skeptisch, hm? Aber unabhängig von allen anderen Neuen, weiß ich, dass mir das Sparring mit dir sicher viel gebracht hat. Gut. Genau, jetzt werde ich immer stärker werden, bis ich dich endlich mit einem Schlag niederstrecken kann. Das würde ich niemals zulassen, aber das ist die richtige Einstellung. Gib dein Bestes. Genau. So.
So, Erfolg. Borutos Geschichte Meister. Borutos 10 Aufgaben. Nachdem Borutos 10 Aufgaben komplett bewältigt sind, liegt ein zufriedenes Lächeln auf dem Gesicht von Boruto und Konohamaru. Alle Nebenquests abgeschlossen. Hier ist gerade jemand aufgetaucht. Ah, da. Komm, wir haben noch ein bisschen Zeit, also gucken wir uns das Training mal an. Kann ich nämlich auch mal gucken, ob Mitsuki einen eigenen Charakterslot hat. Weil ich... Ja doch, das müsste Sarada sein, das müsste Sarada sein und das müsste Mitsuki sein. Ja. Dann hat er sein eigenes Jutsu. Das ist... seinen eigenen Charakter, das ist gut. Ach komm, warum nicht? Nehmen wir mal die. Wir sind so ein richtiges Orochimaru-Team, abgesehen jetzt von Danzo. So, komm. Wer ist der bessere medizinische Ninja? Aber ich kann mit Kabuto leider sehr, sehr schlecht umgehen. Er ist ja auch nicht so stark. Jetzt, er ist gut, aber er ist... Er könnte besser sein. So, mal gucken, wenn ich die normal einsetze. Ja, so geht das auch. So, dann so kennt man ja schon. Dann, oh, mit dem töte ich sogar instant. Ne, Instant Kill will ich eigentlich nicht. Jetzt kann ich aber gerne töten. So. Was ist aus dem eigentlich geworden? Aus Yugo? Das weiß man auch nicht, oder? Naja, gut. Ist der Finalpart halt ein bisschen kürzer? Dann gucken wir nochmal im Bandai Warenhaus vorbei und während ich gehe, kann ich ja schon mal so meine Gedanken ordnen. Also, dieses Spiel hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, also beziehungsweise dieses DLC zum normalen Spiel habe ich ja schon meine Meinung genannt. Was mir spontan aufgefallen ist, sind natürlich Sachen wie Lags und dass sehr, sehr viele Charaktere leider modelliert wurden, aber gar nicht erst ein Charakterset bekommen haben. Das finde ich natürlich sehr, sehr schade, weil ich finde, wenn man einen Charakter modelliert, dann sollte man ihn auch als spielbaren Charakter machen. Das hat mir so ein bisschen in der Seele wehgetan, weil ich das halt gern gehabt hätte. Man hätte den DLC hier deutlich größer machen können und ich finde, gerade ein 20-Euro-DLC könnte ein bisschen mehr vertragen als das, was derzeit so drin ist. Da ist leider sehr, sehr viel, was, ja, was einfach noch ausbaufähig gewesen wäre. Und hier sind tatsächlich noch Sachen, die wir nicht gekauft haben. Das geht hier gar nicht. Aber ja, das sind so die Sachen, die ich als Kritikpunkte habe. Ansonsten hat mir das natürlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es hat sich super gespielt. Die Naruto-Spiele, die laufen ja eh immer eigentlich super, machen sehr, sehr viel Spaß. Und wer sie noch nie gespielt hat, sollte, falls er die Gelegenheit hat, das Ganze mal ändern. Der sollte mal nachgucken, ob er nicht doch irgendwo die Möglichkeit bekommt, vielleicht mal eines der Spiele zu spielen. Kann ich jedem nur empfehlen. Ob ich dieses DLC nochmal kaufen würde, ist natürlich immer so eine Frage, gerade im Fazit. Ich kann es ehrlich nicht sagen, also nicht für Vollpreis. Für Vollpreis würde ich es nicht kaufen, außer es werden noch Charaktere nachgereicht. Ansonsten hat es dieses Spiel leider nicht dieses DLC nicht geschafft, mich davon zu überzeugen, dass es verdient, dass ich es nochmal kaufen würde. Weil es einfach wirklich sehr, sehr teuer ist für das, was drin ist.
Gut, Leute. Jetzt ist der Part natürlich ein bisschen kürzer als ein normaler Part. Das tut mir auch leid. Aber das Spiel ist aus. Wir sind fertig und ja, es gibt nichts mehr zu tun. Würde mich trotzdem freuen, wenn ihr dann ab morgen zu einem anderen Projekt einschaltet. Ich werde wahrscheinlich ab morgen wieder Dragon Ball bringen, Dragon Ball Xenoverse. Und ja, wir gucken einfach mal. Also, wie gesagt, es würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, mir jetzt einen Daumen nach oben erstmal da lasst und ein nettes Kommentar. Über die Sachen freue ich mich ja schließlich immer. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es hier dann weitergeht mit einem anderen Projekt oder eben einem neuen Naruto-Game. Also, bis dann, euer Wolf.